Hallo Leute und willkommen zurück zu Angelas Wedding Disaster. Weiter geht's mit Level 16. Du machst eine Szene. Gib mit Angelas Können an, indem du rechtzeitig Kleider fertigstellst, okay? Ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme. Es wird jetzt doch ein bisschen schwieriger. Du bist echt unglaublich. Du musstest also etwas mit der Seelenklempnerin anfangen? Das passiert einfach so. Ja, genau. Und es ist auch ein totaler Zufall, dass du etwas mit einem Rotschopf anfängst, kurz bevor Eva und ich heiraten. Was soll das denn heißen? Das weißt du nur zu gut. Du spielst wieder deine alten Spielchen. Du musst mich immer in allem übertrumpfen. Du spinnst ja. Virginia und ich lieben uns. Wir werden heiraten und eine ganze Meute von Kindern bekommen. Als ob. Warum machst du nicht endlich einmal Nägel mit Köpfen? Vielleicht werde ich das ja. Aufhören, alle beide. Ihr macht euch ja lächerlich. Was? Wir werden heiraten und eine ganze Meute von Kindern bekommen? Okay, das ging jetzt doch relativ schnell mit der Liebe, möchte ich meinen. Und wie ist das überhaupt gemeint hier mit den Kleidern? Ach so, ich muss... Ah, alles klar, ich muss... Oh Gott, in der Zeit immer Kleider vorrätig haben? Sehe ich das jetzt gerade richtig? Eieiei, das ist nicht einfach. Also Moment, ich nehme die mit, ich nehme das mit. Ich nehme... Moment, was nehme ich noch mit? Die braunen Schuhe, genau. Und dieses Kleid... So, habe ich jetzt kurz Zeit, hier eine Blume abzupflücken, dann komme ich zu dir. Oh, ist das mies, ey. Das mit den Kleidern ist schon so gemein. Und jetzt auch noch hier in einer bestimmten Zeit, ne? Aber gut, komm, wir machen direkt nochmal alle. Das auch nochmal eben fix. Also, du bekommst den Hut. Dann nehmen wir den Strauß mit. Oh, so viel Platz habe ich leider nicht im Inventar. Nehmen wir das mit, dann komme ich zu dir. Dann kann ich jetzt auf dem Rückweg noch einen Hut mitnehmen. Hier machen wir den Gürtel zu, beziehungsweise zwei Hüte. Aber ich bin ja trotzdem froh, dass die Level immer recht schnell rum sind und dass wir jetzt auch nie so kalm die gute Stacy dabei haben, die uns da so ein bisschen beim Aufräumen hilft. Das ist ganz schön. Ah, die Schuhe mit dem Kuhfleckenmuster. Soll das ein Kuhfleckenmuster sein? Ich glaube schon. Okay, sehr stylisch. Und dann könnte ich, Moment, das Kleid hier nochmal eben schnell machen. Und am besten direkt noch eins, damit wir da wieder aufgestockt haben. Ach, geht gar nicht. Okay, also Schuhe mitnehmen und das hier mitnehmen. Oh, dann sollte ich vielleicht darauf achten, nicht unbedingt alle Kleider auf Vorrat zu haben, weil wenn niemand kommt, der die bestellt und ich habe von allen tatsächlich sechs, dann ist das ja auch blöd, ne? Aber okay, also wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, wir nehmen dieses Kleid mit und für dich nochmal den Blumenstrauß. Oh, da muss ich jetzt gleich auch schon wieder nähen. So, das ist für dich, meine Liebe. Dann mache ich doch einfach mal das hier. Und welches brauchen wir noch? Das rote. Ich habe doch gerade gesagt, ich möchte nicht alle Kleider nähen. Deshalb lassen wir das einfach mal aus. So, ach ja, hier wird aufgeräumt, genau. Ich habe gerade noch gedacht, dass Angel das irgendwie macht, aber nein, natürlich nicht. So, dann nochmal ganz schnell wieder zunähen und ich dachte, du wärst auch fertig, aber nein. Du möchtest noch das schöne Kleid. Das nehmen wir mit und zwei davon. Dann wird abkassiert. Ich glaube, dann mache ich mir eben schnell eins. So, machen wir einfach mal das hier und du bekommst dann auch dieses Kleid und einmal den Hut. Also, so schön ich das hier finde... In dieser Scheune. Trotzdem finde ich es schwer und freue mich jetzt schon auf das nächste Kapitel. In der Hoffnung, dass die Sachen dann vielleicht nicht ganz so verstreut rumliegen. Weil hier rennt man echt von oben nach unten, von A nach B. Ich finde das schon ein bisschen heftig. Achso, davon haben wir sechs. Alles klar. Dann bekommst du einmal diese Schuhe und diese Schuhe. Wir kassieren. Dann nehme ich das mit. Dann nehme ich das da unten mit und zwei Hüte. So, Angela, gib Gas. Die nächsten haben hier schon ihre Bestellung aufgegeben. So, für dich. Und dann komme ich zu dir. Mal schauen, ob es diesmal hinhaut oder ob es wieder so total knapp ist. So, du räumst auf. Ich komme eben zu dir. Dann nehme ich gleich zwei Hüte für dich mit. Oh, ich muss... Oh, oh, ich habe es total vergessen. Ich muss ein bisschen nähen. Komm, dann machen wir das hier. Dafür haben wir nämlich nur noch zwei. So, sehr schön. Du bekommst die Kuhfleckenschuhe. Eins, zwei, drei. Hier wird aufgeräumt. Die sind dann für dich, meine Liebe. Und dann haben wir einmal dieses Kleid und das hier. Levelende. Na, Gott sei Dank. Dann nehme ich das nochmal mit und die braunen Cowboy-Stiefel. So, dann komme ich zu dir. Das nähen wir zusammen. Hier wird aufgeräumt. Achso, ich dachte, das wäre es schon gewesen bei ihr. Aber nein, muss ich jetzt nochmal was nähen. Obwohl wir schon am Levelende sind. Wir packen es aber diesmal. Leute, wir kriegen die Punkte. Hoffe ich doch, ne? Ja, natürlich. Ach, schön. Das freut mich.
Juhu, geschafft. Incredible. Incredible. So, weiter geht's. Virginia, ich habe eine Frage. Hättest du vielleicht Lust mitzukommen zu meiner Farm? Zu Besuch? Nein, ich meine für länger. Du weißt schon, alles damit wir heiraten können, Kinder kriegen, alles halt. Tim, Therapeutinnen sollten diese Frage ja eigentlich nicht stellen, aber bist du verrückt? Ich dachte, ich bin total in dich verknallt. Ach so, was gefällt dir denn an mir? Also, du bist eine schöne Frau. Dem kann ich nicht widersprechen. Was sonst noch? Also, du weißt schon. Ja. Du bist sehr hübsch. Das ist alles? Auf Wiedersehen, Tim. Ach ja, wollte er seinen Bruder tatsächlich nur übertreffen und schneller heiraten als er? Du hast das Endlos-Level freigeschaltet. Hatten wir das nicht vorher schon? Das hatten wir doch vorher schon, oder? Meine ich zumindest. Aber okay, Gedanken sammeln. Virginia könnte jetzt wirklich eine Freundin gebrauchen. Liefere die nötige seelische Unterstützung. Das mache ich doch gerne. Und wir kaufen diese wundervollen Blumen. Und ich fand den noch so sympathisch, ne? Den Tim. Hey, Virginia. Alles in Ordnung? Nein. Du hattest wieder einmal recht, Angela. Tim ist ein Trottel. Er will mich heiraten und mit mir auf der Farm leben. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Nein. Doch. Ich habe ihn gefragt, was ihm an mir gefällt. Und ihm ist nichts anderes eingefallen, als zu sagen, dass er mich heiß findet. Das stimmt zwar, aber trotzdem. Das tut mir leid, aber ich bin froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Ja, ich auch. Wäre es in Ordnung, wenn ich ein wenig hier bleibe? Ich will jetzt nicht allein sein. Aber natürlich. Weine nur nicht die Kunden voll. Das kann ich nicht garantieren. Oh Mann, ey. Gut, also müssen wir jetzt... Oh, wir haben auf jeden Fall ein neues Produkt und ich muss Virginia trösten. Alles klar, okay. Aber wie immer, zu Tagesbeginn erstmal ein bisschen nähen. Und dann schnappe ich mir dieses Kleid. Was möchtest du? Da mache ich direkt eine Kombo. Du möchtest dieses hier, das nehmen wir auch noch mit. Oh, ich musste Virginia... Oh, das geht ja super schnell. Aber zum Glück stoppt die Zeit direkt, wenn ich sie anklicke. Das ist ja schon mal gut. Dann komme ich hier rüber. Dann nähen wir das zusammen. Stacy, du räumst auf. Hier werde ich schon mal kassieren. Dann haben wir den Blumenstrauß und die braunen Cowboy-Stiefel. Oh, wie sie da steht, ne? Total geknickt, die Arme. Da komme ich doch gerne nochmal schnell vorbei. Ich glaube, hier füllen wir bei ihm die Blüten wieder auf. Und du bekommst den Strauß mit den Blättern drumherum und die Cowboy-Stiefel dazu. So, Kleider haben wir 3. Das bedeutet, ich werde da nochmal eins nehmen. Hier auch nochmal ganz schnell. Dann nehme ich das mit und den Hut. Auch Virginia, keine Sorge. Ich komme gleich nochmal vorbei. So, davon könnten wir nochmal 1, 2 machen. Und mal 1, Nummer 2. Dann haben wir diese Schuhe. Oh, ja, das hatte ich vergessen. Diese Schuhe und das Kleid. Das nehme ich direkt mal für die andere Kundin hier oben mit. Komm, dann kassieren wir. Dann komme ich zu dir. Du bekommst das hier. Und ich hätte warten sollen, damit ich der älteren Frau direkt das Kleid hätte bringen können. Aber gut. So muss ich jetzt ein bisschen hin und her laufen. Ach, das war bei ihr sogar alles. Okay, ich hatte schon befürchtet, dass ich da nochmal hin muss. So, hier wird aufgeräumt. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Kleid machen. Und hier nähen wir ein bisschen. Dann möchtest du noch was, ne? Ich laufe aber erstmal da oben hin. Da machen wir den Gürtel zu. Wir nehmen das mit, das mit, das mit und die Schuhe mit. Ich glaube, ich lasse sie dann jetzt noch mal ein bisschen warten, oder? Dass wir da gleich vielleicht noch eine Kombo beim Kassieren machen können. Das wäre ganz schön. Smart. So, das nähen wir. Moment, das nehmen wir zusammen. Jetzt ist auch die ältere Frau hier. Also machen wir da eine Kombo. Und für dich ist der Sattel und die schönen Schuhe kommen auch nochmal dazu. Schön in Anführungsstrichen. So, und für dich sind die Kleider. Wahrscheinlich direkt in 2 Größen mit in die Kabine genommen, um dann zu gucken, was tatsächlich am besten passt. So, das ist für dich und für dich sind 2-mal die Schuhe. So, und nochmal, genau, Moment, 2, 3. So, das ist für dich und du bekommst das wunderschöne Kleid. Und ich habe Virginia total vergessen, das bedeutet, ich habe es nicht geschafft. Es kam aber auch jetzt kein Sound, ne? So irgendwie so, du hast es nicht geschafft. Mist, ich habe es total verpeilt. Echt jetzt? Ich werde so beschäftigt hier mit Mega-Kombos machen. Das tut mir leid, Virginia. Ich habe mich nicht gut um dich gekümmert.
wirklich. Das ist nicht schön von mir. Aber ich werde es trotzdem nicht wiederholen. Die Arme. Jetzt hat sie keine... Ach ja, jetzt hat sie keine Freundin, die ihr beisteht. Wie gemein ist das denn? So, du bekommst das Kleid, dann komme ich zu dir. Dann nehme ich den Hut mit, nehme das mit. Dann muss ich gleich, glaube ich, ein paar neue Kleider nähen. Wir haben nämlich das jetzt nur noch einmal. Komm, dann nehmen wir das mit. Gehen direkt wieder nach oben. Stacy räumt auf. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte dieses Kleid hier nochmal nähen. Und ich glaube, das mache ich auch nochmal. Und hier räumen wir auf. Dann können wir hier schon mal kassieren. Ich glaube, ich mache nochmal eins davon. Da machen wir die Schuhe fertig. Und da ist der Tag auch schon vorbei. Zweimal die und einmal diese hier. Ja, echt, das mit der Aufgabe ist jetzt total blöd. Ich habe da voll nicht mehr dran gedacht. Manu, also das ist für dich und das ist auch nochmal für dich. Werden wir die Punkte bekommen? Die große Frage. Ja, werden wir. Ach, schön. Auch wenn ich das jetzt nicht geschafft habe, aber... Okay, so sind die Angela-Teile halt ein bisschen kniffliger. Oh nein. Virginia, da bist du ja. Wir brauchen deine Hilfe. Jesse und Tim streiten sich ununterbrochen. Du musst das beenden. Du willst meine Hilfe? Warum? Ich habe alles doch nur noch schlimmer gemacht. Du kannst ihnen noch immer helfen, Virginia. Ich weiß nicht. Mir wird oft gesagt, dass ich nicht wie eine Therapeutin aussehe. Vielleicht haben sie ja recht. So ein Unsinn. Dein Aussehen spielt dabei doch gar keine Rolle. Wenn du mich fragst, ist das die ideale Gelegenheit, um zu zeigen, was für eine gute Therapeutin du bist. Meinst du wirklich? Ich weiß das. Okay, los geht's. Oh, die beiden sehen sich aber echt voll ähnlich, ne? Die haben genau die gleiche Frisur. So, als nächstes haben wir Karl gefunden. Hier haben wir auch nicht... Nee, das haben wir noch gar nicht gespielt. Ich bin immer so verwirrt, weil normalerweise kommen die Prüfungen doch immer vor dem Level, oder? Na, ist auch egal. Was müssen wir denn machen? Hier sind gründlich die Fetzen geflogen. Kein schöner Anblick. Die Kleidung von allen Kunden. Oh nein, muss erst geflickt werden. Oh nö. Wisst ihr, wie lange das dann dauert? Also wie lange die dann generell rumstehen hier? Oh nein. Also wirklich jedes Mal bei allen Kunden? Das ist ja mega heftig. Ja, okay. Also an sich nicht schwer, nur... Ja, das Problem, dass die hier ewig rumstehen. Und ich mag das doch immer, wenn die... Moment. Wenn die alle schön früh immer gehen. Aber naja, okay. So, dann flicken wir hier nochmal. Karl, da bist du. Und für dich sind diese beiden Kleider. So, wenn ich gerade schon mal da bin, mache ich das hier so, damit wir da die Blumen aufgefüllt haben. Dann flicke ich natürlich hier sehr gerne deine Kleidung. Hier wird aufgeräumt. Dann machen wir da nochmal ein Kleid. Du bekommst die Stiefel. Und das hier gleich. Ich gehe aber erstmal zu dir. So, 1, 2, 3. Dann komme ich zu dir nach unten. Dann können wir das hier auf jeden Fall nochmal machen. Und ich glaube, das in der Mitte auch. Genau, hier flicken wir deine Kleidung. 1, 2, 3. Das machen wir bei dir auch. Und nehmen diese beiden Kleider mit. So, Moment. Jetzt erstmal hier oben flicken. Dann schnappe ich mir das hier und den Hut. Bei dir muss ich erstmal flicken. Boah, schaut mal auf die Punkte, Leute. Wir haben gerade die erste Hälfte des Tages rum. Schaut euch mal die Punktzahl an. Das finde ich ja gar nicht gut. Also komm, ich flicke erstmal bei dir. 1, 2, 3. Dann nehme ich die braunen Schuhe mit. Nehme das hier mit. Hut nehme ich gerade mal noch nicht mit. Dann bekommst du diese Blumen. Einmal das, dann den hier. Und was habe ich noch nicht? Ich habe die Stiefel noch nicht, ne? Genau. Oh, schaut mal, sie wartet da jetzt schon. Hier muss ganz schnell aufgeräumt werden. So, 1, 2, 3. Bei dir muss ich auch erstmal flicken. Ja, dann komme ich gleich nach oben. Moment, Moment. Ich beeile mich, ihr Lieben. Schon mal schnell abkassieren. Cool. Cool. Also mit 3 Sternen. Ich glaube, das wird hier eher nichts, ne? Also ich nehme den Blumenstrauß schon mal mit. Das nehme ich mit. Komm zu dir und zu dir. So, dann haben wir Nummer 1 schon mal abgehakt. Jetzt kommt Nummer 2. Und dann, Moment, nehme ich das nochmal mit. Oh, sie wartet jetzt schon vor lange, ne? Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Also das nehmen wir mit und die Stiefel nehmen wir mit. Smart. So, dann kassieren wir. Dann wird hier oben aufgeräumt. Bei dir flicken wir nochmal ganz schnell. 1, 2, 3. Ich schicke Stacy da oben nochmal hin. 1, 2, 3. Und zweimal die Schuhe. Okay, okay.
So, und nochmal bitte. Eins, na komm schon, 1, 2, 3. Dann ist das für dich. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Ich komme gleich zu dir da oben. Ich muss erstmal meine Kunden hier unten irgendwie loswerden. So, Level Ende. Oh, Gott sei Dank. Ich bin ein bisschen froh, muss ich zugeben. Schaut mal, wie viele da noch hinterstehen. Oh Mann. So, 1, 2, 3. Dann komme ich zu dir. 1, 2, 3. Und was möchtet ihr? Du möchtest die Schuhe plus, Moment, dieses Kleid. Du möchtest das auch. Dann bringe ich dir erstmal das. Nehme auf dem Rückweg noch schnell das hier mit und den Hut, glaube ich, auch. So, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Hier stehen noch zwei dahinter. Ach, hier auch. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay, okay. Also, da wird aufgeräumt. Hier wird ganz schnell geflickt. Und wir können es doch hinbekommen, ne? Das wäre natürlich cool. Damit hätte ich am Anfang nicht gerechnet. Oder? Mega-Kombo? Ich glaube... Na, ich bin mir nicht sicher. Was möchtest du? Was kann ich dir Schönes bringen? Also, den Blumenstrauß und die Cowboy-Stiefel. Das wird bestimmt wieder eine ganz, ganz knappe Sache hier. Und? Ja! Oh, cool! Das freut mich. Schön, schön. Incredible. Incredible. Natürlich. So, dann machen wir weiter mit Level 18. Der Durchbruch. Sebastian hat Angela mit einer Sonderaufgabe beauftragt. Stelle sicher, dass alle Kunden im höchsten Maße glücklich sind. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch hier alles super schwer. Boah, Leute. Ich glaube, das wird heftig. Wir gehen erst wieder, wenn wir dieses Problem gelöst haben. Verstanden? Sicher. Na gut. Okay, Tim. Warum denkst du, dass du und Tim... Was? Was? Warum denkst du, dass du und Tim so viel streiten? Keine Ahnung. Nicht einmal die kleinste Idee? Nö. Okay, was sagst du dazu, Jesse? Also, früher konnten wir alles immer miteinander klären. Sogar die strittigen Themen. Darum leiten wir auch zusammen die Farm. Er ist ja immerhin der ältere Bruder und er konnte schon immer besser mit Pferden umgehen. Aber seit meiner Verlobung ist er so komisch und jetzt seid ihr ganz zufällig ein Paar geworden. Wenn du mich fragst, ist Tim eifersüchtig, weil ich endlich etwas besser gemacht habe als er. Neidisch? Ich doch nicht. Okay, okay, Auszeit, kein Streit. Wie wütend sie da sitzen. Heute will ich viele glückliche Gesichter sehen, Angela. Okay, das war's schon. Oh Mann, Leute. Oh, und wir haben noch ein neues Produkt. Das bekomme ich doch niemals hin. Bediene Kunden mit einem... Ach so, ja, ja, die haben ja generell immer nur ein Herz, ne? Aber gut, wenn ich nur eine bestimmte Anzahl brauche, dann geht das ja noch, oder? Ich dachte jetzt... Das muss ich auch noch zusammennähen, okay? Ach so, oh, direkt nochmal zurück, okay. Ich dachte jetzt, dass die alle irgendwie mega glücklich sein müssen. Aber ich weiß nicht, ob das hier hinhaut. Das hat jetzt noch gepasst, oder? Jawohl, sie zählt als eine Kundin. Sie hat kein Herz mehr, hallo Karl. Und sie hat jetzt noch keins mehr dazu bekommen. Und sie hat auch keins. Okay, das bedeutet, ich muss vielleicht ein bisschen gucken, dass die Kombos vielleicht nicht so krass sind. Dann kann ich halt nicht so viele machen. Dass ich einfach nur schnell die Kunden bediene. So, und halt auch schnell abkassiere. Da oben wird mal aufgeräumt. Jetzt wird nämlich kassiert. Das da oben bei ihr, das schaffe ich nicht mehr. Dann, Moment, mache ich das lieber... Na, komm schon. Moment, das nehmen wir mit. Ah, das packe ich jetzt auch bei ihr nicht, ne? Oh, das kriege ich doch nicht mehr hin. Boah, ist das schwer. Ich wusste von Anfang an, das wird schwer. Echt jetzt. Also, wir nehmen das mit, wir nehmen das mit. Ah, sie hat sogar noch gezählt. Ja, super. Dann bitte ganz schnell da oben aufräumen. Ich muss auf jeden Fall hier ein Kleid nähen und am besten direkt noch eins. Dann nehmen wir das hier mit. Das nehmen wir auch mit. Und die Blätter muss ich auffüllen. Boah, Mann, das ist hart. Das ist echt hart. Okay, jetzt hier zweimal das Minispiel. Na, komm schon. Also, so und so. Und direkt nochmal. So und so. Dann ist das für dich. Dann hast du auch ein Herz. Ist sehr schön. Das nähen wir zusammen. Dann nehme ich das Kleid mit. Kommt zu dir. Oh, da ist schon jemand wütend. Und sie hat jetzt sogar schon eine Dreierbestellung. Boah, warum? Also, Moment. Den Hut. Das hier. Nochmal den Hut. Ach, ich wollte doch nicht so viele Kombos machen. Mann.
Das mag ich immer nicht. Man hat dann so sein Spielprinzip, ne, wie man das so macht. Und dann kommt eine Aufgabe, die dich irgendwie ganz durcheinander bringt. Passier mal bitte. Amazing. Wir haben aber schon die Hälfte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dann nehmen wir nochmal den Hut mit. Und die Stiefel. So, Stern Nummer 1 haben wir auch schon. Also, eigentlich, ja, komm schon, eigentlich alles gut. So, dann nähen wir eben fix zusammen. Dann müsste ich gleich mal wieder ein kleines bisschen nähen. So, dann nehme ich das mit, plus beide Stiefel. Oh Leute, wie viel sind das noch? 3, 4, 5, 6? Ich weiß es nicht, also hier schnell aufräumen. Dann nehmen wir das Kleid mit, machen schnell die Schuhe. So, 1, 2, 3. Na komm schon, das ist für dich, die nehme ich auch mit. Stacy räumt auf. Hatten die beide ein Herz oder nur die eine? Wie viel brauche ich noch? Wie viel sind das? 5? Ich kann gerade nicht so schnell zählen. Ich glaube, es sind noch 5 oder 6, ne? Also das Kleid und die Stiefel. 1, 2, 3, es sind 5. Okay, alles klar. So, 1, 2. Ja, komm schon. Was soll das denn immer? So, dir bringe ich ganz fix das Kleid. Ich muss doch aufstocken und ich muss auch ein bisschen nähen. Wie soll ich das denn noch alles hinbekommen? So, hier erstmal zusammennähen, da aufräumen. Also, ich wollte nähen und ich nähe ausgerechnet das falsche Kleid. Bin ich doof, ne? Hier habe ich zum Glück noch die Blätter und die Stiefel bekommst du. Nee, Leute, das wird nichts. So viele Kunden kommen jetzt gar nicht mehr. Ey, was soll das denn immer? So, komm schon. Und du bekommst dieses Kleid. Nee, Leute, das kriege ich nicht mehr hin. Warum hast du... Angela! Du sollst das Kleid mitnehmen. Was zur Hölle ist da los? Das schaffen wir auch nicht. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Warum sind die Angela-Teile so, so viel herausfordernder als alles andere? Ich sehe da noch nicht wirklich einen Zusammenhang und ich habe das eine Kleid nicht. Na, super. Dann bringe ich dir erstmal das, was gerade da ist. Ich brauche noch 3 Kunden mit Herz und da stehen gerade noch 3. Aber... ich werde sie nicht alle 3 glücklich machen können. Oder aber doch? Nein. Boah, ist das knapp. Mit der Punktzahl knapp, das hier knapp. Ja gut, aber wie gesagt, ich werde das hier nicht nachholen. Also definitiv nicht. Das ist dann doch eine große Herausforderung. Okay, Leute. Beginnen wir mit unserer Gehen- und Redensitzung. Entspannt euch. Lasst uns einen Spaziergang machen und uns dabei unterhalten. Das ist langweilig. Hey Jesse, ich wette, dass ich eher am Ende der Straße bin als du. Das ist ein Scherz, oder? Ich mache bei so kindlichen Spielchen nicht mit, Tim. Jesse, warte! Das war so klar, ne? Oh, ich hoffe, es passiert nichts. Was? Ich konnte jetzt gar nicht lesen, das ging so schnell. Was soll das denn jetzt? Genau das hast du verdient. Du bist unerträglich. Nicht alles muss ein verdammter Wettbewerb sein. Da hat er recht. Erinnerst du dich noch daran, als wir so 12, 13 Jahre alt waren? Damals hast du mich zum ersten Mal beim Pferderennen geschlagen. Das war das Einzige, was ich echt gut konnte und... Mann, ich weiß nicht, es fühlte sich so an, als ob du mir das wegnehmen wolltest. Wegnehmen, das ist doch... Ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich bin hunderte Male vom Pferd gefallen, bevor ich einigermaßen vernünftig reiten konnte. Du dagegen hast dich einmal aufs Pferd gesetzt und konntest sofort perfekt reiten. Ich habe mir alles von dir abgeschaut. Aber jetzt muss ich mein eigenes Ding machen und ich will das gemeinsam mit Eva tun. Haben wir eine Art Durchbruch hier? Ja, ich glaube schon. Gut, Leute, ich würde sagen, das sieht hier überhaupt nicht gut aus, ne? Aber okay, das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!